So, die beiden stehen hier Wache. Ja, und langsam kriegen wir auch die Dinger hier zusammen. Die sind halt richtig teuer. So, dann schnappe ich mir wieder zwei von hier. Und muss die mal das aufsammeln. Ich find's putzig, wie sie. Also ja, könnte ich jetzt noch Straßen oder so hinmachen. Und sie würden die Straßen nehmen und wären dadurch schneller. Das wäre natürlich was anderes, aber dass sie einfach diese Umwege in Kauf nehmen, ist. So. Und Position halten. So. Ja, ob ich mir jetzt die Mühe mache, die Dings hier ordentlich zu füllen, weiß ich noch nicht ganz. So, während der wieder zurückläuft, schnappe ich mir noch zwei. So. Sind unsere Heiler dann? Und ich glaube, ich gebe noch 4 Bomben in Auftrag, weil irgendwie ist das Ding nur halb voll. So, du guckst in die Richtung und ups. Ich wollte, dass du in die Richtung guckst und ja, ansonsten bewegst du dich nicht.
Und du sollst in die Richtung gucken. So. So, dann haben wir da nur noch zwei. Also dann schnappe ich mir hier noch einen. Für den Bomben, fürs Bombenwerfen. Ja, und alle anderen werde ich dann hierhin verschieben. So, damit sind wir fertig mit der Sache. Okay. So, und du kannst noch da oben zum Katapult. Kannst in die Richtung gucken. Und ja, dann gilt es nur noch ein bisschen aufzuräumen. Euch zweimal dahin. Oh, einen habe ich noch, der Bomben gebaut hat. Ja, das sieht okay aus am Bomben. Gut. Der transportiert die restlichen Steinchen ab. Einmal noch, dann können wir mit ihm noch ein bisschen aufräumen. Dass es ein bisschen schöner aussieht. Naja, die Lager jetzt hier noch voll machen, wäre eigentlich nur Zeitschinderei. Ich will die Lager hier noch schön aufgeräumt haben. Was zur Hölle? So. Und dann schicken wir die auch noch dahin. Gut. Wenn ich jetzt den X-Ray ausmache und das alles mal ausblende. Und wir ganz hoch gehen und uns das angucken, sind wir fertig. Ja. Das war mein neuestes Castle Story, also mein aktuelles Castle Story Bauprojekt. Wir haben jetzt
101 Stunde und 30 Minuten hier rein investiert. Also inklusive dem ganzen Flatten hier alles platt machen und dann alles auffüllen. Ja, die Inspiration, kann ich jetzt endlich mal verraten, habe ich mir aus Total War Shogun 2 genommen. Nämlich die Schlossstätte dort. Auch wenn das in Castle Story ein bisschen schwierig ist, das ordentlich darzustellen. Aber ja, ich fand die halt richtig schick, so wie sie ausgesehen haben. Also diese aufgefüllten Hügel. Diese aufgefüllten Hügel. Mit den Mauern drumherum und den vielen Ebenen und allem und den Wachtürmen und so. Ich habe mir gedacht, ich setze das Ganze mal in diesem Spiel hier um. Ja, und das ist das Ergebnis davon. Wir haben einen Haufen Arbeit dafür reinstecken müssen. Aber wir haben es doch ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. Ich bin jedenfalls zufrieden, wie es aussieht. Wir haben Wachtürme, die bemannt sind. Wir haben Wachen an den Eingangstoren und an den Toren nach oben. Haben überall Laternen. Haben sogar eine Kirche mit Priester. Und noch einen Priester hier, der das Warenlager beaufsichtigt. Ja. Viel mehr gibt es zu dem Projekt jetzt nicht mehr zu sagen. Ich hätte gern noch mehr rausgeholt, also vielleicht alles wieder grün gemacht, so wie hier. Wäre schön gewesen. Oder Straßen so zu pflastern. Oder vielleicht hier ordentlich eine Linie aufzuschütten. Aber naja, das Spiel gibt das halt nicht so wirklich her. Das müsste ich im Editor dann machen, dass das richtig schön aussieht. Aber nee, lassen wir es so, wie es ist. Gut, soviel zum Projekt. Also damit ist dieses Castle Story Projekt abgeschlossen. Ich werde es hier an der Stelle mal speichern. So. Save Override machen. Damit das jetzt fertig gespeichert ist. Und dann will ich noch zu meinem Schlusswort kommen, weil, wie ich schon bereits angekündigt habe, werde ich jetzt nach Castle Story andere Projekte in Angriff nehmen. Es ist sogar schon ein neues gestartet. Das hier ist jetzt sozusagen das Weihnachts-Special geworden. So der Abschluss, wo wir noch die restlichen Sachen gemacht haben, also das Lager gefüllt haben, unsere Soldaten aufgestellt haben und so weiter. Und ja, ich denke, damit werde ich auch Castle Story vorerst als Let's Play beenden. Ich weiß nicht, ob ich nochmal reingucken werde, das kann ich ehrlich nicht sagen, weil man hat gerade an diesem Projekt gemerkt, wie viel Schwierigkeiten das Spiel doch hat. Also, es tut mir leid, wenn ich das nochmal aufgreife. Ich finde es schade, dass die Entwickler dieses Spiel, sie sagen, es ist fertig, aber für mich ist es eher abandoned. Für mich ist das eher Abandonware und das ist passiert zurzeit häufiger mit Indie-Spielen. Gab es ja ein anderes Spiel, was ich im Auge hatte zum Let's Play, nämlich Hammerfing, wenn ich es mal erwähnen darf. Das ist leider auch Abandonware, also die Entwickler haben es als 1.0 released, haben aber dann aufgehört mit der Entwicklung und ja, so ist der Stand des Spiels. Es ist noch verbuggt, es hat Probleme, auch in der Performance, so wie Castle Story leider auch. Castle Story hat halt, wie man auch sieht, Wegfindungsprobleme und auch Probleme mit dem Input. Also, dass meine Breakthrones öfter mal Sachen, die ich ihnen gesagt habe, dass sie machen sollen, ignoriert haben. Und ja. Ein anderes Beispiel, was ich mal angefangen habe als Let's Show, war Lord of Dwarves. Das ist dasselbe Thema.
Das wollte ich eigentlich auch mal fortführen, aber da der Entwickler auch irgendwann gesagt hat, hier ist meine Endversion, mehr gibt's nicht. Ich muss auch zugeben, ich habe da seitdem nicht mehr reingeguckt, müsste ich mal machen. Und ja. Ist halt schade, dass es so viele Spiele gibt, die irgendwie mittendrin einfach als fertiger Release rausgeschoben werden und dann gesagt werden, das ist fertig und dann werden sie abandoned. Bei Castle Story ist es ja so weit gekommen, dass sogar das Studio inoffiziell aufgelöst wurde. Also es gibt, ist zwar noch eingetragen irgendwo in, im kanadischen Firmenregister, weil es ist eine kanadische Firma. Aber scheinbar haben sie keine eingestellten Entwickler mehr, was dann da ein bisschen unpraktisch ist. Ja, ich finde es schade, aber auf der anderen Seite hat es auch sehr viel Spaß gemacht, dieses Projekt hier zu machen wieder. Irgendwie haben wir uns ja durchgekämpft. Ich hoffe, ich habe nicht die meisten. Eigentlich hoffe ich, ich habe alle von euch vergrault jetzt. Nein, Spaß. Ich hoffe eher, die meisten, die noch da geblieben sind, nachdem wir diese ganze Auffüllerei hier gemacht haben, hatten noch Spaß beim Zusehen und waren gespannt, was ich hier bauen werde. Und ich hoffe, ihnen gefällt, euch gefällt das Ergebnis soweit. Ich gebe zu, ich hätte hier und hier drüben vielleicht noch irgendwas hinbauen können. Also noch ein Häuschen hier so, hier in die Richtung, dass es nicht ganz so leer aussieht. Aber ich denke mal, dass es so relativ ausreichend ist. Ich finde, die Kirche ist schön geworden, macht einiges her. Vor allem mit dem Licht obendrauf. Auch wenn ich hier etwas geschludert habe mit den Steinen, dass es nicht so geworden ist, so richtig spitz. Ja, aber ich bin trotzdem zufrieden damit. Ja. Okay, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier mal von euch. Für diejenigen, die das gerade aktuell wenigstens release gucke, wünsche ich noch eine schöne Weihnachten. Und einen guten Rutsch. Und für alle anderen, wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Ja, ein fröhliches Hi-Ho und bis zum nächsten Mal, Leute.